Hallo und willkommen bei einem neuen Video der Capella Academy. Dass die Stimmgruppen im Chor Sopran, Alt, Tenor und Bass heißen, das wisst ihr sicherlich alle. Heute zeige ich euch, wo diese Namen herkommen. Die haben nämlich eine Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Fangen wir mit der Tenorstimme an. Die Bezeichnung Tenor entstand, als zu dem einstimmigen gregorianischen Choral die ersten mehrstimmigen Chorsätze erklangen. Man nennt sie Organum. Meist wurden sie nicht aufgeschrieben, sondern nach festen Regeln aus dem Stegreif gesungen. Dabei gibt es immer eine Stimme, die die ursprüngliche Choralmelodie singt. Diese Vox Principalis, zu Deutsch führende Stimme, wurde auch Cantus oder Tenor genannt. Das kommt von lateinisch tenere, was so viel wie halten heißt. Aber warum halten? Zum einen hält diese Stimme im Organum die Choralmelodie, an der sich die anderen Stimmen orientieren. Zum anderen gibt es ein ganz spezielles Organum, das um das Jahr 1200 vor allem an der Schule von Notre-Dame in Paris gepflegt wurde. Dabei wird jeder einzelne Ton der ursprünglichen Melodie zeitlich weit ausgedehnt, während andere Stimmen sie kunstvoll umspielen. Die Tenorstimme ist in diesem Fall die Haltestimme, die diese Töne lange, manchmal sogar sehr lange, aushalten muss. Die anderen Stimmen nannte man übrigens Kontratenor, also Gegenstimme zum Tenor. Diese Bezeichnung hat als Countertenor die Zeiten überdauert und steht heute meist für eine hohe Männerstimmlage. Die Namen der Stimmgruppen Alt und Bass sind übrigens auch aus diesen Kontratenorstimmen hervorgegangen. Der Name Alt kommt vom lateinischen Altus, was übersetzt hoch bedeutet. Das ist aus heutiger Sicht vielleicht verwirrend, denn der Alt ist ja die tiefe Frauenstimme. Im Mittelalter war der Altus aber mit Männerstimmen besetzt und lag über der Tenorstimme. Der Name meinte also ursprünglich höher als der Tenor. Dagegen stammt der Bass von Bassus ab, was im Mittellateinischen so viel wie dick, fett oder tief bedeutet. Natürlich bezieht sich das allein auf die Tonhöhen. Schließlich der Sopran. Er stammt vom mittellateinischen Superanus ab, das heißt so viel wie darüberstehend oder alle anderen übertreffend. Das heute häufig genutzte Wort super hat übrigens die gleichen Wurzeln. Die Bezeichnungen Mezzosopran von italienisch mezzo, mittel, und Bariton von griechisch baris, schwer, für mittlere Stimmgruppen, sind eine Erfindung des 16. und 17. Jahrhunderts, als es vermehrt vielstimmige Musik gab. Jetzt wisst ihr, wo eure Stimmgruppe herkommt. Und egal, ob der Name von dem Wort super abstammt oder von halten oder tief, Namen sind nur Schall und Rauch und für einen schönen Chorklang werden sie alle gebraucht. Wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal und sagt Freunden im Chor Bescheid, die interessieren sich vielleicht auch dafür, wo ihre Stimmgruppe herkommt. Und wenn ihr Fragen habt, freue ich mich über Zuschriften und Kommentare, denn von euren Fragen lebt dieser Kanal. In diesem Sinne, wir hören uns.